Und keiner will der Kapitalist sein. Teil 1. Zement. Probe Revolution. Stand 12.02.2009. Ein Hahn kräht. Schumann, schweig! Oder ich drehe dir den Hals um. Hahn kräht. Guten Tag, Genossen. Danke, dass du weiterkommst. Hey, kennt ihr mich nicht mehr? Es ist Schumann. Lebst du? Lebst du? Als wär's nichts. Schumann auf kräht. Ich denke, wir sind hoch. Genug geschrieben. Genosse Ingenieur, sieh dir dein Grab an. Das Zementwerk war nach deinen Plänen mit unseren Knochen aus dem Fels gehauen und nicht für uns. Ganz zufrieden. Erbauen. Der nächste Schritt ist in den Himmel. Geh! Sonst zeige ich dir den Weg in deiner Hölle. 3 Jahre trage ich sie mit mir herum. In meinen Händen und in meinem Schädel. Hören Sie die Backe? Ja, aber das schlagen Holz. Wärme und Brot, nicht für die Bourgeoisie. Wir brauchen Maschinenkraft des Rechts für den Transport. Die Stadt muss überleben. Das ist der Anfang, dann die Produktion. Ich habe auf dich gewartet. Ich bin müde. 3 Jahre haben wir uns nicht gesehen. Ich habe sie auch gezählt. 3 Jahre und 3 Tage jetzt. Die Nächte zähle ich nicht. In diesem Rattenloch, das unser Heim war, da warte ich auf meine Frau. Die Frau ist müde. Hey, Elvis. Was soll ich dir erklären? Was für ein Spiel spielst du denn hier? Wo lebst du, Genosse? Hast du jetzt wirklich herkommen? Die Privilegienträger sind abgeschafft. Der Tod ist für alle. Ach, das Heim hat ja auch abgeschafft. Wie? Schwarz der Tisch. Schumann, wirf den Tisch um. Das Bett bei Bauchlumpen. Schumann, wirf das Werkzeug auf den Boden. Die Wand schütteln, im Herz die Asche abgestein. Kalt. Schumann, reiß den Herd ein. Das Fenster! Man sieht keine Hände mehr. Gestern haben wir einen Offizier erschossen. Die Tscheche hat ihn eingefangen, ein Bandit nach einem Überfall. 3 Güter, Wälder und Bauern vor der Revolution, sein ganzer Grundbesitz, der Hass hat ihn. Und er sagt, er hat an die Wand hin, dass er gerne in die Hölle geht für seinen Hass. Die Hölle war ihm lieber als der Himmel, weil er dort seinen Hass behalten kann. Und als er an der Wand stand, meinte er, und willst du wissen, wem er nachgeweitert wird? Den Wölfen, die in seinen Wäldern kommen. Im Winter manchmal kamen sie ins Dorf, zerrissen einen Baum, sagte er selber, ein Wolf und heulte, bis er starb um seine Wölfe. Ich muss dir ein Geständnis machen, Krieger. Ich liebe den Tod. Später werden wir sagen, an den Gewehren war die beste Zeit. Kein Mann, keine Frau, das Leben in einem Stück. Kein faules Gestern und kein kaltes Morgen, nur dieses heiße, dampfende Stück heute. Als ob man in die Sonne blickt, ohne Blinzeln. Und wenn dein Auge eins wird in der Sonne, siehst du zum einzigen Mal, sie ist aus Blut. Dieser ist, dass wir mit dem Holzschlag in den Bergen begonnen haben. Für den Transport beabsichtigen wir, die mechanische Kraft des Zementwerkes auszunutzen. Der Techniker Kleist, ehemals leitender Ingenieur unseres Werkes, steht als Spezialist zur Verfügung. Die Bourgeoisie kann sich an ihren Möbeln wärmen. Aber wir werden nicht so lange dauern wie der Winter, wenn die Transportfrage nicht gelöst wird. Genosse Barton,
Wann geht mit der Bursche mit sie an die Kehle? Werden wir warten, bis uns die Hand abfackt? Die Zeit der Träume ist vorbei. Eine Ameise ist kein Amboss. Flöhe werden nicht zu den Hammern gejagt. Ihr Horizont ist immer noch der Hellmann. Wir haben vom Traum geschlagen, unsere Wirtschaft ist zerstört. Russland! Eine Ameise ist kein Amboss. Flöhe werden nicht zu den Hammern gejagt. Ihr Horizont ist immer noch der Hellmann. Wir haben den Traum geschlagen, aber unsere Wirtschaft ist zerstört. Russland hat mehr Völker als Maschinen. Wer kann gegen die Banditen frisst, die Kräfte wieder aufbauen? Raus! Ich bin ein neuer Mensch. Der Makel meiner Geburt ist nur noch eine Fußnote der Revolution von heute an. Und ich selbst habe sie in den Staub der Geschichte geschrieben, mit den Stiefeln, die das Proletariat mir verliehen hat. Man hat es mir ersparen wollen. Ich weiß, die Genossen haben es gut gemeint. Aber ich bin ein Intellektueller und sage ihnen, was ist so nötig wie die Grausamkeit gegen das Alte? Was ist die Revolution für den ehemaligen Bourgeois, wenn sie nicht an die Wurzeln geht, wie eine Axt, wie eine Geburt, wie ein Sterben? Ich wäre froh, jetzt über ein Stück Sumpf unter den Schuhen. Es wärmt immer so. Mein Sumpf ist unter dem Rasen zur Hälfte. Und die andere Hälfte hat auch schon gepackt und ist auf den Sprung in die Freiheit, die hinter dem Sumpf aufgeht. Kalt, wie ein Stern von weitem. Und ich bleib übrig. Ein lediger Arbeiter, der allein in der Kälte steht und in der Dämmerung. Die Pappe hält den Wind nicht ab und lässt die Sonne nicht herein, weil er die Scheibe eingeschlagen hat aus Ungeduld auf eine bessere Aussicht, am Vorabend der Elektrifizierung. Draußen der Hunger. Die Revolution keucht in der Blockade. Und hier stehen wir herum. Und sehnen uns danach, unser Fleisch aneinander zu reiben. Aber die Luft steht wie Beton zwischen uns.